Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Antrag B5 ist eingebracht durch den Kreisverband Oder-Spree. Wir wollen in der Satzung die Möglichkeit eröffnen, dass ein Landesparteitag jeweils darüber entscheidet, ob wir ein oder zwei Landesvorsitzende haben. Ich hätte nicht gedacht, als wir den Antrag gestellt haben, dass der auch gerade in den Medien solche Blüten treibt. Es gab viele Diskussionen auch schon und E-Mails, die mich erreicht haben und mich befragt haben, warum wir das gemacht haben. Zustimmende als auch Ablehnende. Ich halte es grundsätzlich für ein demokratisches Verfahren. Wir haben, glaube ich, mit der Doppelspitze zumindest auf Bundesebene sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hielt es auch unter bestimmten Voraussetzungen für sinnvoll, auf Landesebene mit einer Doppelspitze zu arbeiten. Darüber sollte, wie gesagt, jeweils immer ein Landesparteitag entscheiden. Das ist keine Festlegung. Aber ich habe auch gemerkt, dass es dazu sehr, sehr, sehr viel Notwendigkeiten, Diskussionsbedarf gibt, sozusagen viele, die noch das Pro und Contra abwägen wollen. Und deswegen würde ich darum bitten, oder was heißt darum bitten, ich würde jetzt für die Einreicherin den Antrag zurückziehen und würde darum bitten, dass im Landesvorstand, im Landesausschuss, in den Kreisverbänden über so eine Möglichkeit nochmal diskutiert wird. Und dann können wir sicherlich im nächsten Jahr nochmal darüber entscheiden, ob es ein sinnvoller Weg ist, die Satzung in diesem Weg zu ändern. Und insofern hoffe ich, dass ihr über diese Idee bei euch in der Basis, in den Kreisverbänden ausreichend diskutiert. Und dann können wir darüber nochmal entscheiden. Dankeschön.